Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch zu einem Wetterextra hier bei Kachelmann Wetter. Die große Trockenheit ist zurückgekehrt nach Deutschland. Man mag es kaum glauben, der Februar war ja noch rekordnass gewesen im Westen. Auch im Osten gab es überdurchschnittlich viel Niederschlag. Aber seit nun knapp einem Monat ist es schon wieder in vielen Landesteilen, verbreitet sogar fast in Deutschland, durchgehend trocken geblieben. Da kamen nur mal ein paar Schauer zusammen und wir schauen uns mal die Niederschlagsmengen seit dem 12. März für ein paar Wetterstationen an und wir sehen, da ist nicht viel zusammengekommen. Ein paar Millimeter nur, das betrifft viele Regionen in Deutschland, hier mal Berlin oder Würzburg aufgeführt. Da ist außer ein paar Tropfen nicht zusammengekommen. Hinzu kommt, dass wir diesen trocken, kalten Ostwind hatten, der die Böden zusätzlich ausgetrocknet hat. Man wird es merken, wenn man im Garten jetzt ist, in vielen Orten schon wieder, da ist der Boden auch schon wieder relativ trocken, sogar auch in etwas tieferen Schichten schon. Das liegt einfach an diesem trockenen Ostwind und natürlich einfach an den fehlenden Niederschlägen. Das sehen wir auch ganz gut. Die Waldbrandgefahr hier vom Deutschen Wetterdienst, die Karte mal für den morgigen Mittwoch. Die Waldbrandgefahr ist schon wieder in vielen Teilen Deutschlands hoch, sehr hoch, teilweise auch im Osten von Deutschland. Und das Ganze ohne Hitze. Nein, die Hitze ist keine Ursache für Trockenheit und die steigert auch nicht die Waldbrandgefahr. Es liegt einfach daran, dass wir sehr trockene Luft hatten und ganz einfach, dass kein Regen gefallen ist. Wir sehen also, das hat mit Hitze nicht viel zu tun und schauen wir jetzt mal auf die Aussichten. Also seit knapp einem Monat ist es jetzt schon wieder sehr trocken in Deutschland und wenn wir uns die nächsten 10 Tage anschauen, zwei verschiedene Wettermodelle will ich euch zeigen und nach dem ECMWF sehen wir auch, dass ein paar Schauer mal für Deutschland berechnet werden, große Teile Mitteleuropas, Europas, aber doch insgesamt sehr trocken sind. Also flächige Regenfälle, die sind da eher nicht in Sicht, selbst wenn mal ein paar Schauer übergreifen können. Ähnlich sieht es auch das US-Modell, auch bis Tag 10, bis zum 17. April die Prognose, doch insgesamt sehr trocken, auch wenn auch nach diesem Modell mal ein paar Regenschauer oder Gewitter dann ab Ostersonntag vor allem übergreifen können. Schauen wir etwas weiter in die Monatsprognosen, die natürlich, ihr kennt mich, generell mit Vorsicht zu genießen sind. Blicken wir vom ECMWF die Monatsprognose auf den Monat April, wird er doch in weiten Teilen Europas und auch in Deutschland deutlich zu trocken gerechnet. Unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen werden erwartet. Das sehen wir an diesen großen braunen Gebieten, die auch Deutschland bedecken. Diese Monatsvorhersagen, die findet ihr auch im Abo-Bereich, wenn ihr ein Zusatzfeature-Abo bei uns anlegt. Ich stelle euch den Link mal hier oben rein. Wer Interesse hat, kann dort mal schauen. Wenn wir etwas weiter schauen für den Mai und den Juni, die aktuelle Monatsvorhersage, ich sag's nochmal, das ist mit Vorsicht zu genießen, es gibt keine Garantie, dass es so kommt, sind die Karten doch etwas besorgniserregend, denn auch für den Mai, den wir jetzt hier sehen und dann jetzt gleich für den Juni, den ich noch einblende, wird insgesamt zu trockenes Wetter, das heißt unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen für weite Teile Europas und auch für Deutschland berechnet. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht so kommt, dass es doch ausreichend regnen wird. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ich wünsche euch eine gute Woche noch. Bis bald und ciao.